Hallo von mir. Schön, dass du da bist. Ich mache mal ein kleines Video und das ist für mich eine Premiere, denn ich habe sowas eigentlich noch nie gemacht, aber ich habe jetzt so Bock drauf. Ich will nämlich meinen Ansagertext, den ich fürs Chatreel jetzt genau aufnehmen möchte, möchte ich einfach mal dokumentieren und zeigen, wie ich das mache. Das finde ich, glaube ich, ganz spannend und ich bin selber neugierig, ob das ein cooles Video wird oder auch nicht. Wenn nicht, dann habe ich es mal gemacht und wenn es cool wird, umso besser. Das machen wir gleich. Zuvor aber erstmal vielen Dank an Polypixel, die mir so ein geiles Bild hier gemacht hat, hier vom niceen steinigen Dude. Nice, kommt bei mir auf den Schreibtisch. Vielen Dank dafür. Okay, komm, ich bin mega stolz, weil ich habe so eine Software am Start, mit der ich mein Bildschirm capturen kann. Das ist für jeden anderen Menschen total selbstverständlich. Für mich ist das mega geil. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also, ab geht's. Ich zeige euch jetzt mal mein Bildschirm, glaube ich. Hier habe ich Pro Tools an. Pro Tools habe ich an. Und los geht's. Geil. So, ich bin in Pro Tools. Ich habe ja auch schon eine Spur angelegt, die nenne ich mal Sprecher. Und zwar geht es um die Ansager beim Chatreel, wenn der Moderator reinkommt. Da gibt es vorher noch so einen kleinen Text, hier herzlich willkommen zum Chatreel, bla bla bla. Und den muss ich jetzt aufnehmen und ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Ich habe hier einen Text bekommen von der lieben Mara und sie freut sich über einen Hammer-Ansager und das will ich natürlich auch jetzt mal fertig machen. Hören wir mal rein, wie ich das erstmal jetzt aufnehme. Also Spur habe ich eingerichtet in Pro Tools, scharf gestaltet. Und dann geht's auch schon los. Aufnahme. Here we go. Kommt der Pegel an? Hey, hey, der Pegel kommt an. Okay. Ich muss kurz auf den Zug warten, dass er weg ist. Jetzt ist alles gut. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Okay, hören wir mal rein. War ja vielleicht schon ganz okay. So, wo ist meine Maus? Aufnahme stoppen. Ich muss jetzt meine Lautsprecher erstmal anstellen. Aufnahme, here we go. Kommt der Pegel an? Hey, hey, der Pegel kommt an. Okay. Ich muss kurz auf den Zug. Da geht's los. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Okay, meistens mache ich mehrere Takes, aber ganz ehrlich, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Das ploppt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gehört, da so ein bisschen. Das muss ich noch wegmachen und es soll so ein bisschen radiomäßiger, ein bisschen breiter klingen. Das mache ich gleich mit Effekten. Aber gehen wir jetzt mal wieder zurück ins Programm und zeige euch mal, wie ich das mache. Ein bisschen schneiden muss ich noch und dann ist es auch gleich schon wieder cool. Also, here we go. Den Anfang nehme ich natürlich weg, den brauche ich nicht. Und am Ende, da wahrscheinlich, da kann ich auch schon so einen kleinen Fade setzen. Ich mach mal den Slip-Mode, dann kann ich hier diese Audio-Region freier bewegen. Hier sind ein paar Pausen. Duell! In der heutigen... Um Chat-Duell! Um Chat-Duell! Um Chat-Duell! Ja, zum Chat-Duell habe ich gesagt, kann man ein bisschen kürzer machen. Chat-Duell! Muss man gucken, ob ich das wegschneiden kann. So ein bisschen... Soll sich halt natürlich anhören, aber soll auch ein bisschen... Chat-Duell! Chat-Duell! Ja, so geht's. Das fehlt ein bisschen, aber das passt schon. Hier nehme ich die Pause auch mal ein bisschen raus. Es soll ja echt ein schneller Ansager werden. Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Gut, hier ist eine lange Pause. Braucht kein Mensch. Weg damit. Wieder ein Fade setzen. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Okay, da habt ihr es ganz deutlich gehört, oder hat man es ganz deutlich gehört, dass es diese Plosivlaute gibt, diese Energie in den ja, PBs und so weiter, diese bassige Energie. Das wollen wir eigentlich nicht haben, aber das kriegen wir mit ein paar Einstellungen easy weg. Jetzt, man kann sich Presets machen für sich selbst, dass es auch schnell geht. Wie gesagt, ich wollte jetzt alles mal so ein bisschen von Anfang an zeigen. Und ich nehme als erstes mal so einen kleinen Equalizer, damit ich das mal so ein bisschen hier so ein paar Problemstellen rausnehmen kann.
bin gerade überlegen, welchen ich nehmen sollte für diese Stelle jetzt. Ich glaube, ich nehme einfach mal. Hier, wen nehmen wir denn? Den nehmen wir erstmal. Den A-Range. Wo kommt er? Hier ist er. Okay, mal reinhören. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! Achso, ich setze natürlich auch erstmal so ein Hochpass. Also bis 100 Hertz, das brauche ich. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! So, das ist ganz gut. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Nee, so ein bisschen die Höhen raus, weil das so ein bisschen scharf klang, fand ich. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Okay, um den letzten, dieses PB kümmern wir uns extra. So, jetzt komprimiere ich das Ganze nochmal, das ist auch sehr wichtig, muss man auch immer mal drauf achten. Also Kompression heißt, kann ich auch nochmal kurz zeigen, wie man sieht, habe ich ja diese Audiospur, ne? diese Linien. Und die sind verschieden, die Höhe oder der Ausschlag dieser Amplituden ist verschieden stark. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Lautstärke, sage ich mal, ja. Also der Pegel, die Pegelspitze ist sozusagen das Maximum, was ich habe. Also so ein Berg hier, ne, wenn ich so ein Berg hier habe, ist es lauter oder habe ich mehr Energie als an dieser Stelle, logischerweise. Und was ein Kompressor macht, ist nichts anderes, diese Spitzen quasi zusammenzudrücken, und wenn die zusammengesquasht sind, dann kann ich die gesamte Spur lauter machen, also wieder nach oben ziehen, und dann ist es quasi ein bisschen ausgeglichen, ein bisschen angenehmer fürs Gehör, und das ist nicht so wechselhaft. Und das mache ich mit dem Kompressor. Mal gucken, wen wir da finden. Da finde ich eigentlich ganz gut diesen CL1B so ein bisschen. Die S müssen wir gleich auf. Was habe ich getan? Irgendwas Dummes, glaube ich. So, da geht's wieder. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält. Ja, erstmal wird es augenscheinlich leiser. Das kann ich aber mit dem Make-up-Gain wieder regeln. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Okay, schon ein bisschen ausgeglichener. Da gibt es auch verschiedene weitere Plugins, die so ein bisschen Färbung reinbringen, so ein bisschen einen anderen Geschmack, sage ich mal. Da nehme ich ganz gerne immer so eine Bandsättigung, die mir persönlich eigentlich immer ganz gut gefällt. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus. Das gefällt mir schon. Was brauchen wir noch? Lass mich mal kurz überlegen. Ja, ein bisschen. Ich würde erstmal jetzt einen De-Esser nutzen, denn so, ich übertreibe das jetzt mal, wenn ich sowas sage wie super oder spitze oder klasse gemacht, dann ist das sehr scharf und sehr spitz, und das möchte man eigentlich gar nicht haben, und das kann ich mit so einem De-Esser ganz gut bearbeiten, und deswegen raus damit. Kann ich mal schon mal so ein Preset nehmen. Was haben wir hier? Classic De-Essing, yes, nehmen wir mal den hier. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten.
Funktioniert, nur man merkt, dass danach das ganze Audiomaterial so ein bisschen dumpf und matter klingt. Und das möchte ich wieder kompensieren, indem ich einfach wieder einen Equalizer nehme und dann versuche, die fehlenden Höhen so ein bisschen wieder aufzufangen. Also ein De-Esser nimmt einfach quasi je nach Dynamik die Höhen raus, also die zischelnden Elemente raus. Und das kann ich dann nachher wieder ganz easy hinzufügen. Das mache ich genau jetzt und nehme mir dafür wieder was Feines. Nämlich ein schönes Plugin von Steven Slade. Da geht auch jeder Equalizer, ist eigentlich, passt schon. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Okay, schon wesentlich klarer. Jetzt nutze ich gern immer noch ein weiteres Plugin, und zwar wieder ein Kompressor. Ist mehr so ein Sound-Ding. Ich mag das ganz gerne. Eigentlich müsste man das nicht, oder es ist ja eh viel Geschmackssache. Es gibt im Audiobereich nie richtig und falsch eigentlich. Ja, du kannst was technisch falsch machen vielleicht, aber im Prinzip führen viele Wege einfach zum Ziel und du kannst viel ausprobieren. Und ich nutze ganz gerne nochmal hier diese... Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Paul! So, jetzt haben wir noch dieses P. Da würde ich jetzt... Ein Equalizer einrechnen, richtig reinbrennen sozusagen, der dann dort die Bassenergie rausnimmt. Und dafür kann ich hier mit der Audio Suite arbeiten. Nehme einfach mal so einen einbändigen Equalizer und ja, hören wir das mal an, wie das sich überhaupt anhört. So 160 Hertz, ein bisschen mehr muss ich jetzt weg. Pow, pow, pow. So, der ist schon weg. Jetzt mache ich den mal einmal auf Normalarbeit. Pow. So, da ist die Energie wieder da. Ich mach's mal so. Pow! 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 Und rechne das rein in die Datei. Das ist Erik Paulsen! So, und passt es schon. Hier ein kleiner Fade wieder rein. Da vorne auch. Dann. Das ist Erik Paulsen! Okay, dann ist das auch gelöst. Und jetzt wiederum hätte ich gerne etwas mehr Bass insgesamt. Ich habe ja noch einen Equalizer offen, beziehungsweise ich habe ja eben mit diesem Tool die Höhen aufgearbeitet und möchte gerne noch ein bisschen Bassenergie reinbringen. Denn jetzt geht es eigentlich auch wieder. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber. So, klingt gleich noch ein bisschen fetter, ein bisschen radiomäßiger. Und jetzt kommt eigentlich... Na, oh, übrigens, nicht vergessen, ab und zu mal speichern. Weil sonst bringt die ganze Chose auch nichts. Jetzt brauche ich drei weitere Spuren, und zwar AUX-Spuren. Und da setze ich Effekte rein. So, und dann brauche ich zum ersten Mal erstmal einen Chorus. Dann brauche ich einen Delay. Und einen Hall. Und ich brauche eine Masterspur. So. Okay, Plugins auswählen. Also ein Chorus ist quasi, damit mache ich es ein bisschen breiter. Mit dem Hall kriege ich ein bisschen mehr Tiefe. Und mit dem Delay, ja, da mache ich dann so Effektspielereien, dass sich das noch so ein bisschen krasser an manchen Stellen anhört. Suche ich mir erstmal hier einen schönen Chorus aus, den ich hier habe. Ich nehme einfach mal den standardmäßigen von Pro Tools. Das sollte für unseren Zweck jetzt reichen. Und baue mir mal hier verschiedene Sends, also von meiner Hauptspur baue ich mir quasi extra Wege, um mit derselben Audio-Information andere Kanäle zu bespielen. Deswegen baue ich mir einen Bus 1, einen Bus 3, 4 und einen Bus 5, 6 und das verteile ich jetzt auf meine, das sind die Eingänge von meinen Effekten. Das ist jetzt wiederum Bus 1, das ist dann Bus 3, 4, Bus 5, 6 fürs Delay. Und Chorus ist schon drin. Können wir damit ja mal starten, wie es anhört. Herzlich willkommen zum Chat-Duell!
In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen wird dann so ein bisschen breiter. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Chorus hab, der vielleicht noch mehr macht, so ein Multichorus vielleicht, wo noch ein bisschen mehr passiert. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mann. Okay, so finde ich es eigentlich ganz cool. Jetzt brauche ich noch einen kleinen Hallraum. Wo habe ich den hingepackt? Auf 5, 6. Ich brauche wirklich nur so einen kleinen Raum. Mehr brauche ich da eigentlich nicht für. Nehmen wir mal irgend so ein Preset. Hier so ein Small Ambience vielleicht. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Einfach so ein bisschen mehr natürliche Räumlichkeit reinbringen. Klingt dann gleich viel angenehmer und harmonischer. Ja, und jetzt letzten Endes noch ein Delay. Da nehme ich gern den Repeater für, weil der schon so ziemlich krass färbt, ziemlich einfach, der hat gute Presets, da komme ich schnell ans Ziel. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, die ich da jetzt reinstecken kann. Deswegen nehmen wir einfach mal irgendwas aus der Box. Was haben wir da Schönes? Mal reinhören. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Ja, gefällt mir noch nicht. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. So finde ich es ganz cool, würde ich auch schon echt genauso lassen. Jetzt mache ich mir doch noch eine weitere Augspur, ist mir gerade so eingefallen. Ich würde gerne, dass Lars-Erik Paulsen am Ende noch so ein bisschen mehr flattert, ein bisschen mehr Delay bekommt. Und das machen wir auch noch ganz flott. Und dann ist das, glaube ich, schon ganz nice. Die nenne ich jetzt wirklich mal Effects, die Spur. Nehme dann jetzt einen Bus, der noch frei ist, 7.8 als Input. Hier setze ich einen neuen Output, auch wieder Bus. Wieso Bus 7.8? Habe ich den schon belegt? Nee, kann ich nehmen. Bus 7.8. Nehme ich wieder den Repeater, kopiere mir das dahin, das Plugin. Und nutze jetzt hier irgendwas Krasseres. Vielleicht gibt es hier so eine Art Ping-Pong-Delay oder sowas. Hier für die Gitarre, aber es ist eigentlich uns egal, was da steht. Hören wir mal rein, wie das so kommt. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen... Okay, das finde ich nice. Vielleicht ein bisschen schneller und das Feedback ein bisschen weniger, also dass die Wiederholungen weniger sind. Und dann kann das, glaube ich, schon ganz gut kommen. Und das brauche ich ja eh nur am Ende. Deswegen automatisiere ich mir das. Das Lars-Erik Paulsen kommt hier hinten. Erik Paulsen! Erik Paulsen! Also ab da. Lars-Erik Paulsen! Okay, das ist ja eh schon ganz geil so. Dementsprechend müsste ich mit das automatisieren, dass entweder der Weg zum Effekt erst dann beginnt oder wie auch immer. Ich mache es mir ganz leicht. Ich sage einfach, vorher ist der Effekt nicht zu hören. Also quasi, als wenn der Fader ganz nach unten wäre. Und das kann ich hier mit so einem Stift machen. Stiftwerkzeug, hier schon meine Lautstärkekurve. Ziehe ich hier gegen 0. Ja, muss ich dann noch ganz rüber ziehen. Und ist vielleicht sogar schon ein bisschen viel, also ein bisschen zu früh. Da geht's los. Hören wir mal rein, wie es jetzt kommt. Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält Lars-Erik Paulsen! Und jetzt seht ihr hier nochmal genau, was ich gemacht habe. Also ich habe quasi die Lautstärke eingezeichnet und hier in dem Fader-Bild. Das ist jetzt mein Fader von Effekten. Ich fasse jetzt nichts an, drücke einfach nur auf Play und da sieht man ganz genau, dass der Fader mit der Zeit hochgeht. Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält Lars-Erik Paulsen! Ja, das ist es eigentlich schon. Jetzt nochmal alles in der Summe, weil es ja so radiomäßig sein soll, einfach mal mit dem Limiter, ja, man sagt gegen die Wand fahren, man meint damit, dass man einfach es möglichst laut macht. Da habe ich hier noch ein Plugin.
Und dann ist das eigentlich auch schon cool. Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält Lars-Erik Paulsen! Ja, man nimmt da so ein bisschen die Dynamik raus. Es klingt auch so ein bisschen bearbeiteter, radiomäßiger. Ja, lauter. Das möchte ich hier aber auch haben. Vorher kann ich noch ein Plugin nutzen, was das noch so ein bisschen breiter macht im Stereobild. Wo habe ich das denn? Hier. Aber lass das noch ein bisschen breiter machen. Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält Lars-Erik Paulsen! Genau, das Ende ist nice. Okay, da kann ich das am besten auch nochmal automatisieren, dass es nicht ewig noch weiter nachhallt. Nehme ich auch nochmal den Stift, ziehe das hier ein bisschen runter. So. Das wollte ich nicht. Und dann ist es auch cool. Ich höre es mir nochmal an. Fotos hält Lars-Erik Paulsen! Ja, das müsste hier schon runtergehen, so. Fotos hält. Ja, finde ich cool. Würde ich sagen, reicht so. Schnelle Nummer. Exportiere ich genau so. Ich markiere mit dem Bereich, den ich ausspielen will, von Anfang bis zum Ende. Achtung, diese Hallfahne, diese Wiederholung gehen länger als den Bereich, den ich aufgenommen habe, logischerweise. Deswegen muss ich meinen Region größer machen und ziehe die mal bis hier. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Exportiere das Ganze, spiele es aus mit Bounce und zwar Festplatte. Da nehme ich mir hier, ja, einen Wave-Dateityp möchte ich haben. Ich möchte es nicht mono getrennt haben. Ich möchte nicht links und rechts getrennt haben, sondern ich möchte eine Stereo-Datei haben. 16-Bit sind okay. Sample Rate 48 kHz, dann ist Chat-Duell. Damit kommen alle klar. Schmeißen wir das Ganze auf den Schreibtisch. Und heute ist der 17. Mai. Also Chat-Duell 17.5.17. Und spielen wir das Ganze mal aus. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandela-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Das ist cool. Ich spiele das gleich, wenn ich das Programm beendet habe, nochmal für euch ab und mache dann mein Mikrofon aus, weil so doppelt sich das und ihr hört gar nicht die Originaldatei, wie es wirklich klingt. Das mache ich jetzt nochmal und schalte mal einmal auf mich rüber, weil wir eigentlich damit dann cool sind. Also, ich mache mein Mikrofon gleich aus. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Beziehungsweise, nee, ich brauche es gar nicht ausmachen. Ich zeige euch einfach das Pfeil mit, also ich werde es einfach einladen. Ich pack's einfach hinter dieses Video. Man sagt ja immer so, lasst mir irgendwie einen Kommentar da. Ja, mach das mal. Ich weiß gar nicht, ob das cool ist, sowas. Aber ich mache eh hier meinen Kram und dann kann ich es auch mal zeigen, wie ich das mache. Und ja, hat Spaß gemacht. Dann von mir, schönen Tag. Habt viel Bock. Tschüss. Danke. Dankeschön. Danke. Herzlich willkommen zum Chat-Duell! In der heutigen Folge spielen drei kampflustige Cartoonisten gegen drei Künstlerknaben aus der Heinrichstraße. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der Mandala-Bilder für afrikanische Präsidentenfotos hält, Lars-Erik Paulsen! Hey.